Der Countdown läuft, die Fußball-Bundesliga klopft an allen Türen. Wir haben Fußballfieber und wir reden über alle Vereine, 18 Clubs, 18 Podcasts bei Basler Ballern extra. Die Bundesliga-Analyse. Heute haben wir einen ganz speziellen Verein. Nein, zwei, nee, ein, mache nur einen. Ich bin da ein bisschen verrückt. Aber wir haben auf jeden Fall einen, der mir heute hilft, weil ich bin ein bisschen durch den Wind. Hier ist Olli Dütschke und hier ist Mario Basler. Moin, hallo. Hallo, ich bin ein bisschen durch den Wind, du musst mir helfen bei den ganzen Vereinen und die Interpodcasts, das kann man sich alles gar nicht merken, ich werfe alles durcheinander. Aber du bist ja im Kopf klar, ne? Wie immer. Olli, bleib entspannt, ich reiß dich da raus, verstehst? Also du kannst auch mal einen Fehler machen, ich meine, du machst ja in jedem Podcast 2629 Fehler. Ich bin doch bei dir. Nein, alles gut. Man darf auch mal, wenn man jeden Tag über Fußball reden muss, in Anführungsstrichen, ist erstmal schön, aber das kann natürlich auch manchmal anstrengend sein. Und wir beide wissen, von was wir reden. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute baller ich mal einen raus. Warte mal. Heute baller ich einen raus. Und schon müssen wir das dann umnennen, aber dann später mehr. Olli ballert. Erstmal Basler ballert. Bayer 04 Leverkusen. Was ist der erste Gedanke bei dir? Der erste Gedanke ist, dass in Leverkusen im Moment etwas entstehen kann, wo ich sagen würde, sie haben eine realistische Chance, ganz vorne mitzuspielen. Also auch um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Leverkusen war ja immer, auch zu unserer Zeit, weil sie ja, haben sie ja immer gute Mannschaften, Spieler gehabt. Es hat nie gereicht für den ganz großen Wurf in Leverkusen, weil dann immer wieder so Wochen oder Monate dann dabei waren, wo Leverkusen so ein bisschen untergegangen ist. Aber mit Alonso, mit den Spielern, die man jetzt geholt hat. Und wenn kein Spieler mehr weggeht, glaube ich, hat Bayer Leverkusen eine richtig gute Chance, wirklich den ganz großen Wurf zu landen. Okay, Basler ballert. Aber erstmal gucken wir kurz zurück. Letzte Saison, ein fürchterlicher Saisonstart, hatte man sich schon mehr erwartet. Dann kam Xabi Alonso aus Spanien, kam er kurz vorbei, hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten und auf einmal eigentlich nur noch bergauf. Immerhin auch Europapokal Halbfinale. Da hat AS Rom, hat sich ja da ordentlich spielerisch gegen Leverkusen durchgesetzt. Man erinnert sich. Aber da konnten sie irgendwie nichts machen. Aber eine noch ordentliche Saison hat Alonso rausgeholt. Und dann vielleicht die größte Überraschung, da verlängert er auch noch seinen Vertrag. Was hältst du von diesem Move und von Alonso? Als erstes mal war ich ein bisschen überrascht, dass man Alonso holt, aus dem einfachen Grund, er hat ja vorher nur so in der zweiten Liga und die zweite Mannschaft trainiert. Dann kam er nach Leverkusen, wo ich gesagt habe, ja, gerade in so einer Situation, ein Trainer, der noch nicht so viel Erfahrung hat, der ein Riesenfußballer war, könnte schwierig werden, der uns aber dann alle Lügen gestraft hat und mit Bayer Leverkusen so ein bisschen umgekrempelt hat und die auf einmal eine Serie spielen, auch einen tollen Fußball gespielt haben, wo man sagen muss, hätte ich so in der Form nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was da passiert ist, muss ich sagen, à la Bonheur, und man hat sich für den internationalen Fußball hat man geschafft. Man spielt in der Europa League, glaube ich, ne? Nee, Conference League. Europa League. Nein, Europa League. Siehst, ich bin auch ein bisschen durcheinander. Und ja. Kann passieren in deinem Alter. Ja. Ja, gut. Hast ja nicht Unrecht. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen,
dass man jetzt so früh verlängert hat, ich glaube, das spricht erstmal auch ein bisschen für Leverkusen, weil man ja schon auch gewusst hat, wenn das so weitergeht mit Alonso, könnte man vielleicht mal ganz schnell wieder einen guten Trainer verlieren. Nach Madrid oder wo auch immer hin, wenn nächstes Jahr Ancelotti vielleicht aufhört in Madrid, das weiß man ja nicht. Man hat ja schon so ein bisschen geliebäugelt mit ihm, deswegen hat Bayer reagiert darauf. Man hat den Trainer frühzeitig verlängert, was für Leverkusen spricht. Und ich freue mich auf die Bundesliga. Das ist so ein großer Fußballer, der auch, so wie es aussieht, auf dem Weg ist, ein großer Trainer zu werden, noch lange bei uns in Deutschland bleibt. Vertrag bis 30.06.2026, aber es heißt ja nichts, möglicherweise, wenn Real Madrid trotzdem nächsten Sommer sucht, dann müssen sie halt richtig, richtig Kohle hinlegen. Deswegen war das sicherlich auch so oder so ein guter Move von Bayer Leverkusen. Das wäre der Grundgedanke gewesen, sei dabei. Genau. Das war der Trainer. Er nimmt diesen Club mit, alle sind begeistert, möglicherweise auch zu Recht. Also das ist schon echt klasse, was da passiert. Und dann gehen wir mal, was die dann vor allen Dingen auch Simon Rolfes, den darf man auch nicht vergessen, was die da für Jungs geholt haben nach Leverkusen. Da habe ich bei jedem gesagt, wow, stark. Fangen wir mal an. Jonas Hofmann. Das war für mich die größte Überraschung. Da habe ich gerne. Ja, ich glaube, für Jonas wird es dann schwer, wenn Gladbach irgendwann mal, oder wenn er irgendwann mal nach Gladbach muss, mit Leverkusen. Das wird, der wird bestimmt mit Rosen empfangen. Natürlich. Ist natürlich für Leverkusen, muss ich klar sagen, das ist ein toller Einkauf, was ein toller Spieler ist. Es bewegt sich was in Leverkusen. Ne? Wir gehen ja weiter, wenn man dann auch Granit Xhaka von Arsenal holen kann. Victor Boniface habe ich Bayern München empfohlen, den zu holen. Für mich ein Riesenstürmer, ein totaler Bulle, wo ich sagen muss, allein die drei verstärken schon einmal eine Mannschaft. Und dann kommt noch so ein Brasilianer, der wohl ziemlich gut sein soll, Arthur, und einer, der jahrelang bei Benfica Lissabon, auch keine Gurkentruppe im Übrigen, gezeigt hat, was er drauf hat, ist dieser Alejandro Grimaldo, der die linke Seite ein bisschen verstärken soll, einer mit internationaler Erfahrung. Also, ey. Gut, den hat man geholt, wahrscheinlich für Diaby, ne, der weggegangen ist. Der tut ein bisschen weh, aber du, für 55 Millionen kann man den auch abgeben. Sollte man darüber nachdenken, auch mal einen Spieler gehen zu lassen. Genau. Ja, ansonsten, ja. Also ich, ja. Es ist, also ich muss sagen, ich rechne mit Leverkusen, rechne ich. Ich habe immer noch so ein bisschen das Leverkusen-Syndrom dann auch im Hinterkopf, dass dann irgendwann mal wieder in Leverkusen so ein Ding kommt, ja, es reicht dann doch wieder nicht, wie es halt Leverkusen, man hat ja irgendwann mal gesagt, die ewige Nummer 2, Leverkusen kann keine Titel, aber gute Truppe, und ich hoffe, und wie gesagt. Mit diesen Zugängen, die auch diese Erfahrung haben, und du sagst, dieser Knallerstürmer, der auch hungrig ist, der auch was leisten kann, also ich sehe es gar nicht so, ich glaube auch. Und dann sind so Spieler, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die für meinen Augen immer so ein bisschen so Schönwetterfußballer waren, wie Demirbay und Bellarabi, sind dann ja auch nicht mehr da. Die zwei Wochen Weltklasse spielen und du siehst sie dann drei Wochen irgendwie nicht mehr, ist so mein Gefühl. Tut mir leid. Ja, gut, Bellarabi war ja jetzt die letzten gefühlt 2-3 Jahre nur noch auf der Bank gesessen. Hat ja ab und zu mal gespielt, wenn einer ausgefallen ist oder wie auch immer. Aber Schick darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ist ja noch verletzt, wird ja auch wiederkommen.
ist ja auch ein toller Stürmer. Gut, Tah wollte in die Premier League, wird wahrscheinlich auch aus dem Grunde keine Chance mehr in Leverkusen haben. Auch wenn er nicht weggehen wird, wird er wahrscheinlich nur auf der Bank sitzen. Aber Tabsoba muss man gelten, ist ja immer noch in England auf der Liste bei dem einen oder anderen Verein. Aber sollte die Mannschaft so bleiben, wie sie jetzt im Moment aufgestellt ist, da muss ich sagen, wenn man die Aufstellung sieht oder was man aus dieser Aufstellung machen kann, da muss ich sagen, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Mannschaft abgeht. Auch Spaß mal, auch ihr draußen, damit ihr mal hört, was da für eine Power hintersteckt. Ich habe mal so auch Spaß mal eine Startelf mal aus meiner Sicht mal aufgebaut, wie die spielen könnten am ersten Spiel. Da im Tor Radetzky, da holen sie möglicherweise auch noch oder haben sie auch schon geholt. Einer, der auch ein bisschen kitzeln soll, denn den einen oder anderen Bock hat er auch geschossen. Also Radetzky auch nicht mehr unumstritten, aber ich setze mal Nummer 1. Mit Kosunu, Andrich und Tabsoba, vielleicht in der Dreierkette. Andrich natürlich auch so ein Charaktertyp mit einem absoluten Willen, so einer braucht fast jede Mannschaft. Den würde ich mir gerne übrigens mal Grüße an Hansi Flick in der A-Mannschaft sehen. Ich glaube, das ist so einer, der dann alle mitreißt. Dann hätten wir vielleicht Frimpong, ich glaube, der ist einer der schnellsten Spieler weltweit. Palacios, Xhaka, Grimaldo. Und vorne nicht zu vergessen, das Supertalent, eigentlich kein Talent mehr, Florian Wirtz mit Jonas Hofmann zusammen und vorne der Bulle Boniface. Also wenn man das mal so hört, dann denke ich, das ist schon allererste Kategorie. Ja, nochmal, wenn nichts mehr passiert, wenn Leverkusen so in die Saison geht, ohne noch Spieler zu verlieren, dann liest sich die Mannschaft hervorragend, aber wir können ja auch, Startprogramm ist ja auch zu Hause gegen Leipzig. Dann kommt das grandiose Spiel. Da kommt auch sofort das Spiel für Jonas Hofmann in Gladbach. Da wird der Ohrenschützer brauchen. Dann spielt man zu Hause gegen Darmstadt in München, so aus Heidenheim. Also man hat dann auch schon mal Leipzig und München nach den ersten 5 Spielen, da weiß man auch schon mal, wo man steht. Man weiß, wo die Richtung hingeht und hat 2 große Spiele weg, muss man sagen, mit die gefährlichsten Spieler, mit Leipzig und München. Dann kommt noch Borussia Dortmund. Danach weiß man auch, wo man steht, ne, nach den ersten 5 Spielen. Ich glaube, dass wenn sie Leipzig gewinnen, dass die 12 Punkte holen aus 5 Spielen. München würde ich jetzt mal tippen, nein. Auswärts, ja. München verlieren sie, aber alle anderen 4 Spiele würde ich eine 3 Punkte zugestehen. Und deswegen mit dem guten Start, mit ein bisschen Euphorie kann diese Mannschaft kann für Überraschungen sorgen. Da wollen wir natürlich auch eure Meinung hören. Geht auf den Insta-Channel Basler Ballert. Da könnt ihr eure Meinung zu Bayer Leverkusen und zu allen anderen 17 Clubs schreiben. Wir lesen uns das durch. Ihr könnt uns auch bewerten, wie ihr wollt. Bewerten sowieso bei Spotify, aber in schriftlicher Form und wunderbar auch im Insta-Channel. Das nochmal nebenbei. Und dann können wir ja doch mal jetzt so überlegen, welchen Platz sie machen. Ich schiebe dir den Ball zu, lieber Herr Dr. Mario Basler. Du bist jetzt dran und sagst, welchen Platz legt Bayer 04 Leverkusen? Ja, immer mit dem Hintergedanken Leverkusen. Also ich setze auf Platz Nummer 4. Also ich sage, sie werden Vierter. Mit Tendenz nach oben.
Also ich bin sicher, dass sie unter den ersten vier sind. Ich lasse auf Platz Nummer vier ist eigentlich müsste sie auf zwei setzen oder drei. Aber ich habe immer noch das Leverkusen-Syndrom so ein bisschen, wo man dann ja am Schluss ist es dann doch wieder Leverkusen. Ich lasse auf Platz Nummer vier. So, und ich sage, dieses ganze Gelaber mit Vizekusen-Syndrom, das ist endgültig vorbei. Das ändert sich in dieser Saison dank des Trainers, dank dieser Mannschaft. Und ich sage, auch aufgrund, weil die auch so gut durchgehen am Anfang, dann wird das ein Selbstläufer und alle anderen werden sich wundern. Ich sage, der neue deutsche Meister ist Bayer 04 Leverkusen. Punkt. Ich will auch mal überraschen. Bist du noch da? Das wird eine Schlagzeile. Das wird eine Schlagzeile. Welche meinst du? Olli tippt Leverkusen oder meinst du Leverkusen mit Meister? Dütschke, fremdgesteuert, sagt, Leverkusen wird deutscher Meister. Ja, man muss sich doch mal was trauen. Das andere ist doch alles immer so langweilig. Leverkusen, ich packen das. Und ich bleib da jetzt auch zu. Wenn die natürlich, du kannst mich dann immer foppen, wenn die nach drei Spieltagen letzter sind, sagst du, Olli, du bist ja ahnungslos. Ne? Nein. Das glaube ich jetzt nicht, dass sie letzter sein werden, aber ja. Es kann ja in diese Richtung gehen. Kann doch passieren, du hast ja auch gesagt so. Ne? Du traust dich nicht. Eigentlich denkst du auch so ein bisschen, ganz bisschen denkst du auch dran, die könnten es schaffen. Ja, ich habe ja gesagt, wenn nämlich nicht mehr viel passiert, wenn die Mannschaft so bleibt, ja. Haben sie das Zeug dazu. Aber ich habe auch andere einfach. Dinge. Ich habe auch andere Dinge noch von Leverkusen so ein bisschen im Kopf. Ach so, okay. Deswegen. Aber vielleicht hört Xavi Alonso ja zu, davon gehe ich ja mal ganz klar raus und wird diesen. In der Kabine hin, hört euch den Podcast Basler Ballert extra an. Da hat der Olli gesagt, wir werden Meister, also wir wollen ihn nicht enttäuschen. Genau. Wir schauen mal. Motivationshilfe-Podcast. Ja, und ihr könnt ja auch gegen uns tippen. Jetzt nicht tippen, welchen Platz Leverkusen macht. Das könnt ihr uns schreiben, aber wir haben ja ab dem ersten Spieltag eine wunderbare Kooperation mit Kicktipp. Ihr könnt jeden Spieltag gegen uns beiden tippen. Wir tippen die neuen Spieler und ihr könnt sagen, wir tippen aber ganz anders und dann könnt ihr am Ende auch was gewinnen. Ja, wir haben Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro über die Saison hinweg. Jeden Spieltag haben wir einen Spieltagsgewinner. Wahrscheinlich werden das immer wir sein, Olli, aber... wie gesagt, die Menschen, die gegen uns tippen, die können was gewinnen an jedem Spieltag. Und das macht es auch spannend. Wir haben, glaube ich, schon über 1.000 Leute, die sich angemeldet haben, um gegen uns zu tippen. Aber wir werden es unseren Gegnern sehr, sehr schwer machen. Absolut. Die Preise stiftet übrigens You Try Me, also absolut super. Und ich freue mich schon, ich habe die Bilder im Kopf, wie du in Osnabrück sitzt in deinem Wohnzimmer und über 1.000 Spieltag-Tipps dir durchliest und guckst und ausrechnest, ob wir besser sind oder nicht. Das machst du doch dann, du bist doch der... Ich gucke mir immer nur die Tabelle an. Und also. Die Tabelle werden wir immer vorne oder erster sein, also... Achso, muss ich nicht viel gucken. Du hast da jemanden, der das für uns ausrechnet. Ne? Das ist schon mal selbstverständlich. So, also, wir haben nicht so gut wie gar nichts Negatives über Leverkusen gesagt. Wir sind sehr gespannt auf diese Saison, freuen uns auf Bayer Leverkusen, da die sowieso immer auch einen echten coolen Fußball spielen. Bin gespannt und ich laufe, wenn die dann deutscher Meister werden, ein Jahr lang mit so erhobenem Haupt. Durch Deutschland. Ich hab's ja gesagt. Ne? Warten wir mal. So machen wir's. Und du rennst immer hinter mir her und musst den Kopf immer so hängen lassen. Ne? Ich versteck mich hinter dir. Genau, in diesem Sinne. Alles Gute, Leute. Bleibt uns gewohnt. Ciao. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.